Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und ich bin wieder für euch in Dragonflight unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute geht es um ein schickes Toy, das wir in der alten Version von Shulamans uns besorgen können und ich will euch mal zeigen, wo das genau ist. Wir befinden uns jetzt einmal vor der Instanz und zwar Sholo haben wir hier, einmal in den westlichen Pestländern hier auf der Insel. Und jetzt wollen wir einmal in die Instanz rein. Und zwar laufen wir nicht nach links, das ist ja das neue Shulamans, was in Mists of Pandaria reinkam, sondern wir laufen nach rechts und haben dann hier unser Port-Büchlein, wo wir die Kerzen und alles schon besorgt haben. Falls ihr das nicht da stehen habt, dann habt ihr das alte Shulamans noch nicht freigespielt und dann müsst ihr das erst einmal machen. Und dafür gibt es dann nämlich auch ein Achievement, das kann ich euch mal zeigen. Wir laufen jetzt hier nebenbei durch, dass ihr so ein bisschen seht, wie ich laufe, wie ich hier durchlaufe. Und zwar gibt es unter Erkunden östliche Königreiche quasi hier das Achievement, Erinnerung an Shulamans. Da müsst ihr ein paar kleines Rätsel lösen und dann habt ihr diese Freischaltung. Dazu habe ich ein Videoguide aufgenommen und dementsprechend könnt ihr da selbstverständlich gerne reinschalten, falls ihr das noch nicht habt, und dann dieses alte, die alte Instanz freizuschalten. Genau, ich verlinke euch das einmal, da reinschauen und dann könnt ihr quasi hier mit dem Toyguide mit weitermachen. Als nächstes, jetzt sind wir quasi hier einmal reingelaufen in den Mittelraum. Wichtig, dass wir weiterkommen, wir müssen nämlich in diesen Raum hier runter, der Vorführraum heißt der, müssen wir einen Schlüssel holen. Und der Schlüssel droppt unten von Blutrippe, heißt er. Da müsst ihr hier die Treppe runter. Unten ist ein Boss, den haut ihr um. Ich habe das jetzt alles schon mal hier vorbereitet, also vorgecleared. Und dementsprechend habe ich den Schlüssel schon geholt und auch schon hier die Tür einmal aufgemacht. Also das, falls die Tür bei euch hier zu ist, müsst ihr vorher den Boss unten umhauen. Der droppt dann jedes Mal den Schlüssel. So, wir müssen dann hier um die Ecke rum. Und hier oben haben wir ein paar Bücherregale. Und da müssen wir jetzt gleich uns mal ein bisschen umschauen. Also wir sind jetzt hier im Vorführraum auf den Koordinaten 44, 63 und wenn wir jetzt hier schauen am Rand, ne, haben wir hier vier Bücherregale und wir müssen einmal das zweite von links, müssen wir gucken und ihr seht da oben drauf auf dem Stapel ist das. Ich gehe jetzt mal ein bisschen näher hin, dass ihr das vernünftig seht. Okay, das war ein bisschen zu nah, also das hier ist es, gehen wir mal aus der Katzengestalt raus, das hier, ne, bekanntes Tagebuch, das können wir einfach anklicken. Und tada, dann haben wir es im Inventar. Und ich würde sagen, das schauen wir uns jetzt auch einmal an. Stopp, ich muss es jetzt erstmal lernen, sonst können wir uns das nicht anschauen. Und da unten haben wir es dann. Hier, bekanntes Tagebuch. Benutzt, führt ein unvollständiges Ritual aus. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal irgendwo hin, wo wir ein bisschen Platz haben. Oder obwohl, da oben auf dem Teppich sollte es eigentlich passen. Setzen wir es mal ein. Tagebuch, da haben wir es. Wir haben jetzt das gleiche Szenario wie oben bei der Quest für die Freischaltung von Sholo. Und zwar mit den Kerzen bzw. mit dem Buch, aber das ist anscheinend das falsche Tagebuch und dementsprechend hat das Ritual nicht geklappt. Und ja, sieht ganz witzig aus, hat auch 2 Stunden Abklingzeit. Ja. Ist ein Toy mehr für die Sammlung und ja, das war's dann mit dem kleinen Toy Guide. Wie gesagt, wenn ihr das alte Sholo nicht freigeschalten habt, dann braucht ihr das Achievement und dafür werde ich euch dieses Guide-Video verlinken. Ich verabschiede mich an der Stelle, euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao!